Sie sind hier, 30. September 2018, 21.32 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Tyler Eifert hat sich eine schwere Verletzung zugezogen. Urheberrecht Getty die Images. Der vierte NFL-Spieltag wird von einer Horrorverletzung überschattet. Der Tight End der Cincinnati Bengals wird nach einem Zusammenprall vom Feld getragen. Schlimmer Abend für Tyler Eifert. Der Tight End der Cincinnati Bengals musste im Spiel gegen die Atlanta Falcons frühzeitig das Feld verlassen. Bei einem Lauf wurde der 28-Jährige von Falcons Linebacker Devondre Campbell getackelt. Anzeige, jetzt aktuelle NFL-Trikots sichern. Hier geht es zum Shop. Dieser landete mit seinem gesamten Körpergewicht auf dem rechten Knöchel des Tight Ends. Eifert blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Feld liegen und musste mit einer Trage in die Kabine gebracht werden. Eifert hatte diverse Verletzungen in der Knöchel. Des 28-Jährigen stand fast im 90-Grad-Winkel ab. Es wird mit einer schweren Verletzung gerechnet. Zu diesem Zeitpunkt hatte Eifert bereits einen Touchdown-Pass gefangen. Anzeige, die NFL bei DRZN. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern. Es ist nicht die erste Verletzung des Bengals-Profis. Im vergangenen Jahr musste er sich einer Rücken-OP unterziehen. Außerdem wurde ihm eine Zyste entfernt. Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.